Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute, beim Spieler gucken. Und ja, wir sind bei Aden gelandet oder so. Wie spät haben wir es? 14.14 Uhr. Das ist auch wieder so eine Sonderzahl, hätte ich fast gesagt. Das heißt, wir hatten gerade Geburt. Gut, dann ist das kein Problem. Uhul reißt sich am Riemen, wir sehen das. Was macht der? Treibt das da hinten schon wieder? Wo sind wir hier überhaupt gelandet? Ist B4 schon wieder hier oder was? Hab schon, ne? Der holt bestimmt Benzin oder so. Oder hat geholt. Was früh morgens jetzt? Ne? Macht keinen Scheiß. Es wird keine Nacht haben hier. Aber das sieht aus, als ob da die Sonne aufgeht, da wird Osten sein. Und dann wird's hell. Das ist wunderbar. Da rast Irrenhaus lang. Da hinten ist Howard, Uschi, Einhorn. Dürfen wir auch nicht vergessen. Hier vorne wohnt er da. Man kann ja hier zur Miete wohnen, ganz normal. Du bist ja dann nur am Looten. Hochbewaffnet mit Stöckelschuhen quasi, ne? Irgendwie. Skumm, ey. Starterpaket, schöne Waffe. Eine gute alte UMP. Ja, gut, über Farbe und so lässt sich streiten, aber die blauen Haare passen zum blauen Ober-Dings da. Und ja gut, muss man gucken, ob man da Klamotten sich vielleicht kaufen kann, die dann irgendwie farblich so komplett so zusammenpassen. Habt ihr die Patronen gehört, wie die aufgeschlagen sind? Der Ding, Ding. Uschi Einhorn geht auch konsequent vor, ne? Schnell am Looten hier. Magazin. Jetzt wird erstmal eine Packung. Und aufmunitioniert hier. Wie die Kugel da mal rausfliegen. Ey, dreh dich doch nicht weg. Boah, heiß. Oha, da passt eine Menge rein. Guck, wie groß das Magazin ist. dass die Kugel da mal so wegfliegen, ne? Sieht aus. Voll erschöpft, scheiß auf Munitionieren. Haben wir alle gehasst. Und weiter geht's. Wieder 30 Zombies platt machen. Unsere gute alte. Oh, Uschi Einhorn. Ja, ihr seht selber, also Zombies. Scheint es hier jetzt genug zu geben. Endlich mal was zu ballern hier, ne? Ich glaube, wir haben das vernünftig eingestellt. Ihr wisst es ja selber. Ja, die Balance immer finden, ne? Zwischen gut und schlecht und viel und wenig und hast du nicht gesehen. Ich glaube, wir haben es jetzt so hingekriegt, dass alles funktioniert. Sogar unsere Brunnen kriegen mittlerweile Wasser. Da war ja auch irgendwie so ein bisschen buggy. Ich hatte ja das System einmal zurückgesetzt. Und deswegen stelle ich diese Standardsachen dann wieder so ein bisschen um halt, ne? Das hat uns gut getan. Auch den Reset meines Rechners hier. Der hat auch gut getan. Da waren auch einige Bugs hier in dem Programm und so. Und jetzt alles weg. Ist alles behoben irgendwie. Richtig cool. So. Was ist das denn hier auf einmal wieder? Total die schwarze Wolke mit einem Schlag. Na, was soll denn das? Das ist Uhul sein Gebiet hier. Blitz und Donner. Voll dunkel. Man muss dazu sagen, dass Uhul auch das Angebot gerne annimmt. Bei uns hier bei Mary, bei den Gasthaus bei uns, bei den Banditenlager in der Nähe ist es ja gleich unten an der Straße. Und wie gesagt, die sind ja alle Spieler hier herzlich eingeladen, bei uns dann da immer vorbeizugucken bei Mary halt, ne? Also wer da irgendwie Connections, also Kontakte oder sowas knüpfen will, und ich kann das auch nur empfehlen, gewöhnt euch das so ein bisschen an, da ist so einen kleinen Treffpunkt draus zu machen, ja, weil es ist halt, bei Scoom ist es halt so ein Multiplayer-Spiel, das tut auch mal gut so außerhalb, dass man da einfach so zwischen den Leuten so sitzt und dann ein bisschen quatscht und so. Wir abends im Livestream sind ja jeden Abend dann immer da und trinken da das Feierabendbier quasi hier von Scoom, und ihr dürft ja aber alle hinkommen, ne, Mary ist die ganze Zeit meist immer da zu Hause zugange, und die freut sich dann auch, wenn ihr da so ein kleines Geschenk dahin bringt oder wie auch immer, was weiß ich. Oder vielleicht sucht sie ja auch noch eine Aushilfe.
Ne, also jemand, der da. Ja. Als Spieler quasi. Auch gerade vielleicht die Leute, die die Tendenz haben zum Rollenspiel. Da gibt es ja auch einige, die das irgendwie Bock drauf haben. Und Mary ist ja auch zum Beispiel diese Kneipenwirtin quasi. Vielleicht sehen wir sie heute noch. Ich weiß es jetzt natürlich nicht, wo wir hier noch weiter springen werden. Aber es ist halt so, wie hier die Hütte zum Beispiel. Uhul zeigt es ganz gut, der Shop. Die Leute wollen also irgendwas für andere Spieler machen. Darum geht's hier. Und ich finde das gut. Da mache ich natürlich keine Regel vor. Ihr könnt hier quasi die Sau rauslassen, ne? Und der eine macht so einen Laden auf. Mary macht halt die Kneipe. Und ja, wenn das Spieler schon machen, dann nutzt das doch auch mal. Also das ist ja nicht... Das ist ja für uns alle gut, auch für die Community, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft und so weiter und so fort. Und wenn ihr da Angst habt oder sowas, dann kommt im Livestream abends vorbei, dann gehen wir da zusammen mal hin und einfach nur sitzen und quatschen und jemanden kennenlernen und so. Das ist schon cool, warum nicht? Ihr braucht aber auch nicht unbedingt reden und quatschen, ihr könnt auch so hinfahren. Also es gibt ja auch welche, die mögen das nicht so gerne, reden mit anderen oder sie sind halt ein bisschen introvertiert oder distanziert zu anderen. Die können aber auch da kommen, man muss nicht sich voll quatschen lassen, kannst trotzdem da dann sitzen an der Bar und einfach dein Ding da durchziehen und einfach zuhören oder sowas, das geht ja auch. Also, ne, wir bieten das auf jeden Fall an. Kleiner Garten da, voll niedlich. Und das Haus sieht auch cool aus, irgendwie. Wohnt der Uhul da? Wohnst du da, Uhul? Muss deinen Garten aber einbauen eigentlich, ne, die kann man kaputt hauen. Das Problem, bei Skum gibt es immer viele Bugs. Es haben sich in letzter Zeit auch wieder welche beschwert. Ich habe das ja angesprochen in dem Video. Ansage an die Leute, die PvEler angreifen. Also das ist hier nicht gewünscht, dass ihr irgendwie PvEler die ganze Zeit angreift, weil das macht ja keinen Sinn. Dann wären die nicht ins PvE-Gebiet gegangen. Weißt du, wie ich meine? Also macht hier diesen Bug-Using-Kram nicht, Leute. Ihr wisst es doch, dieses Bug-Using gegen andere Spieler, wenn ihr das nutzt, das wollen wir hier nicht. Na? Und wir wissen, dass es hier Bugs gibt, Leute. Man kann teilweise in Basen einbrechen. Man kann die Blumenbeete zerstören. Du kannst auch das ganze Haus kannst du zerstören quasi. Ne? Also es gibt immer Bugs. Das ist aber vom Spiel her eigentlich nicht so gewollt. Und erst recht nicht von unserem Server, ja, ne? Von unserer Philosophie. Also lass das. Ich habe keinen Bock, die Leute da jetzt rauszubannen oder irgendwie hier langsam wieder aufzuräumen und mich so zu ärgern wegen irgendwelchen Spielern. Ihr habt wirklich die rote Zone, geht in die rote Zone, da könnt ihr alles machen. Dafür ist sie da. Das sieht auch cool aus hier, ne? Irgendwie. Aber lasst die PvEler da mal ein bisschen in Ruhe, ne? Und wenn man da Sicherheitslücken findet, dann sagt ihr das doch anständig. Und nutzt die Lücke nicht gleich sofort aus und macht alles kaputt oder klaut alles oder was weiß ich was da. Na, wisst ihr, wie ich meine? Muss ja auch nicht sein. Suche Teammitglied. Zimmer frei. Ja, also es laufen ja unzählige Leute rum. Und gerade das wegen dem Schild da jetzt, was wir gerade aus Zufall gesehen haben. Guck mal, er sucht auch einen Team-Member, ne? Ist das gar nicht schlecht, wenn man sich dann bei Melly mal bei der Kneipe so ab und zu mal trifft und so. Kommt da einfach mal vorbei und dann Kontakte knüpfen. Oder hier bei uns dann natürlich auch ein Discord und so weiter und so fort. Livestream müsste hier sowieso sein, ne? Es ist Zwang hier. Bei mir ist das Zwang, Leute. Man muss euch ja zu eurem Glück zwingen quasi. Also seid gefälligst abends im Livestream mit dabei. Und hier ist gar keiner, aber in der Umgebung ist ganz viel. Oh, jetzt, Digga, da ist schon Tag und dann kommt hier so eine Kackwolke. Guckt euch die Scheißladen da an, ey. Sind das Chemtrails oder was? Wisst ihr, was Chemtrails sind? Uschi Einhorn, konstant dabei. So, wir springen einfach mal konstant jetzt per Zufall zum nächsten Spieler. Wir sind gelandet beim Kali. Zaubermaus. Wir sind, glaube ich, in der PvP-Zone, denn, wie wir wissen, ist die große Stadt geteilt, ne? Die eine Hälfte PvE, die andere Hälfte PvP. Und soweit ich mich entsinnen kann, waren diese Häuser hier, diese Wolkenkratzer, die waren in der Kampfzone. Und es sieht ja auch tatsächlich so aus, als ob die irgendwie auf Radau aus sind, ne? Also, lass dich mal angucken, Schiedbüdel. Was hast du denn da? Ich glaube, das ist ein Level 5. Bei uns im Discord gibt es Level. Und das ist, glaube ich, ein Level 5-Anzug. Das ist schon heftig, Alter. Zaubermaus, das ist das Cheating hier. Was machst du denn da? Was ist das? Das ist doch keine M82, oder? Das sieht ja aus wie ein Luftgewehr schon fast. Oh Mann, Himmel, jetzt reiß ich mal rein. Die Wolke kommen mir irgendwie hinterhergeschissen. Was ist denn das für eine Waffe? Ich kann es gar nicht sehen. Der hat die da so rein installiert, ey. Keine Ahnung. AWP, AWM?
Mein Munkel, Zaubermäuschen. Kalle wieder. Oh, was das heißt, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler gerade online sind. Ich hatte das Programm gar nicht angemacht. Ich töffel. Warum? Ich habe schon 30 Minuten aufgenommen. Und was war passiert? Ich habe da neu installiert, ne? Das Programm hatte mein Mikrofon noch nicht drin. Also ich habe die ganze Zeit umsonst gequatscht. Da doof. Das war so eine schöne Folge. Wahrscheinlich die beste Folge, die ich je hatte. Und wir können sie alle nicht sehen. Zumindest nicht hören. Aber ich werde sie auch löschen. Das macht ja keinen Sinn ohne Sound, ne? Jedenfalls ärgerlich sowas immer, ne? Auch wenn du Treiber installierst oder so. Manchmal, da löscht er einfach die in Windows diese Audiotreiber und so, ne? Und dann geht gar nichts mehr, weißt du? Und dann musst du auf den Lautsprecher klicken und dieses Audiogerät wieder raussuchen und das ist so hinterrücks immer, ne? Und ich denke, ey, mein Mischpult hat ja Ausschlag. Ich spreche, mein Mischpult, Ausschlag, diese Pegel, diese LEDs, die gehen immer hoch und runter. Je nachdem, wie laut ich bin. Und bei mir im Aufnahmeprogramm gucke ich denn so, aber erst nach 30 Minuten gucke ich denn dahin. Hä, wieso bewegt sich nichts? Ich rede doch gerade. Muss ja genau so ein Ausschlag sein, wie wir auf meinem Mischpult. Und denkst du da, und dein Gebiss fällt dann so runter, weißt du, und denkst, scheiße, Digga. Und dann ist gleich wieder ein Neustart, da muss ich Mittag machen und jetzt ist es schon 14 Uhr, oder was hätte ich gesagt? Ja, 14 Uhr noch was. Also mein Tag ist wieder von Terror und Terz, aber dafür habe ich mir eine schöne Pizza eben gemacht gehabt, ne? Ich fress viel zu viel Pizza, das ist voll fett, Alter. 5 Tage Saftkur gemacht und jetzt doppelten Braten, 4-mal Lammfilet, Spaghetti Bolognese. Heike sagt schon, der Jojo-Effekt kommt bei mir, wenn ich jetzt nicht aufhöre mit diesen Fressereien da, ne? Ja, aber, ja, also die Ernährung habe ich gar nicht so umgestellt, muss ich sagen. Ich esse genauso wie davor auch. Aber ich wollte eigentlich nur eine Entgiftungskur machen, so eine Entlastungskur jetzt, ne? Weil meine Ernährung ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber es ist wirklich so, man muss ja irgendwie diese Kohlehydranten, ne? Wir müssen ja die Kohlehydranten, Uwe, muss man ja irgendwie reduzieren. Und da hatte ich mich geärgert. Ich habe da so eine Doku gelesen oder geguckt halt auf mein Tablet. Wenn ich fresse da manchmal, soll man eigentlich auch nicht machen. Du sollst dich mal aufs Essen konzentrieren. Aber dann läuft hier links so meine, diese Doku über Essen halt. Ne? Ja, ich habe drei Monaten hat er über 7 Kilo abgenommen, weil er Kohlehydranten weggelassen hat oder ganz wenig nur. Und ich hänge da so und dann so so, weißt du, so ein Batzen Spaghetti Bolognese. Es sind zwar Vollkorn-Bio-Nudeln, aber trotzdem, das sind ja Kohlehydranten, wisst ihr? Und Kohlehydranten löschen den Hunger teilweise, aber machen auch Fett, ne? Aha, jetzt können wir das Gewehr nicht sehen. Hier. Kalle! Ne, das ist Kalle. Kalle haben wir das schon gesehen, ne? K98, sehr gut. Hätte ich auch genommen. Das ist ja Zaubermaus hier mit der installierten Waffe hier. Ja, ich weiß jetzt nicht. Kann das jemand von euch erkennen, was das für eine Waffe ist? Schwierig, oder? Das ist aber keine M218. Nee, der hätte vorher so einen anderen. Der hätte oben so ein anderes Ding. Aber der hat ja so einen Stützbalken da unten dran hier. Stützbalken. Oh, Munkel, ne? Ja, scheiße, Jungs. Ich kann ja nichts für. Hier ist keiner. Ich versuchte die ganze Zeit zu lang zu quatschen hier. Über Spaghetti und alles. Ich mach das nur für euch. Na, wie ihr seid kein Mitglieder, Leute. Ich mach's nur für euch. Hier so lange jetzt abzuhängen und zu reden über Spaghetti. Weil ich natürlich auch die Hoffnung habe, dass da mal Leute irgendwie kommen. Dass hier mal PvP ist. Ich habe ja ewig kein PvP-Video mehr gemacht. Ja, das liegt aber auch daran, nicht, weil ich keinen Bock darauf habe. Oder hier nicht, dass hier nichts los ist. Oder es ist ja was los. Jeder, der bei uns den Hunter-Zugang hat, der sieht, wie viel PvP los ist. Und da sterben ständig irgendwelche Leute durch Minen und alles mögliche. So, die brechen ab. Das hat keinen Sinn mehr. Ja, ist auch gut so. Weil hier kommt einfach keiner. Hier ist einfach keiner, Digga. Ich hätte es euch auch gewünscht, dass da jetzt mal welche wären. Vielleicht ist hier auch PvP-Event, ich weiß gar nicht, ob hier jetzt ein Event ist. Die große Stadt, doch, die große Stadt kann man, glaube ich, auch als Event, oder? Ich weiß gerade gar nicht, Big City. Ja, weiß ich nicht, aber nee, ich glaube, das ist kein Event hier, ne? Ja, ihr seht selber, ich flatter hier so ein bisschen rum. Da, das ist die Grenze. Das ist die Grenze, original. So, also ich mache mal hier den Bildschirm ran. So, das ist PvP. Hier, da ist die Grenze, diese Straße, also so. Diese Straße oben an der Kante, das ist die Grenze. Aber wirklich, original, das ist die Grenze. Die Straße halt, ne? Das ist der Sportplatz hier bei mir. Und die gehst du hoch, bam. So, die rechte Seite ist PvP und das da, das sind die Eumelchens, die PvEler. Und es sind im Moment auf beiden Seiten keine Leute. Ist ärgerlich, Mann. Was soll's, Leute? Nützt nichts. War trotzdem schön, euch mal gesehen zu haben, dass hier Leute in Action sind. Ich sag's mal so, dass hier PvP versucht wird, irgendwie zu finden.
Unser System unterstützt euch bei PvP auf jeden Fall, weil guck mal, wie groß diese unheimlich groß die Welt ist. Da sind ja unzählige Spieler drauf, bis zu 60 teilweise, und die sehen sich aber nicht. Na, obwohl sie manchmal in der Nähe sind oder sowas. Deswegen haben wir dieses PvP-System. Es sagt euch immer, wo Events sind, nutzt das einfach. Gewöhnt euch das an, das immer zu nutzen. Ja, und je mehr jeder Einzelne von euch sagt, ich gewöhne mir das an, wenn ich PvPler bin, jetzt dahin zu gehen, auf das Event, was eingeblendet wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann endlich ballern könnt und Feuergefecht habt. Und zwar quasi geplant, ne? Es ist ja quasi irgendwo geplant. Weil sonst musst du so wie die hier frei in der Welt rumlaufen, ewig suchen und warten. Und das kann manchmal nervig sein. Und dann heißt es, hier, Oliver, dir ist überhaupt keiner, da sind überhaupt keine Leute zum Abknallen oder sowas. Zombies gibt's ja auch, ja. Aber dann sind die unzufrieden, obwohl es ja gar nicht so ist, ne? Also nutzt das System. Ich habe euch schon ein bisschen mehr Zombies, habe ich euch schon reingebracht ins Spiel, aber wie gesagt, da hinten, da zum Beispiel ist eine schöne PvP-Ecke. Und wir gucken mal einfach weiter. So, wir sind da bei Aden. Waren wir da nicht eben schon? Jetzt hat der sich fortbewegt irgendwie. Wo sind wir hier gelandet? Wo ist die Grafik? Bitte schön. Da ist Maddie, die Madwurst. Und Sniffel, der Schnuffel. Schnüffel, Schnüffel, Schnuffel. Ich hatte in den einen Video ja schon gesagt, ihr sollt euch am Riemen reißen. Das kann nicht sein, dass, wie gesagt, ihr euch hier gegenseitig in der PvE-Zone der Kriege auslöst. Was, ja. Das ist schon ein bisschen krass. Wie gesagt, wir kennen die Bug-Möglichkeiten, andere PvEler zu stören und zu belästigen. Lasst es einfach bleiben, alle Mann jetzt hier, ne? Ihr habt das nochmal, ich habe das jetzt ein paar Mal gesagt im Video. Wenn das denn trotzdem ist, dann muss ich mich auf Suchen machen nach den Leuten und dann kriegt ihr da mal ein bisschen Scum-Auszeit hier auf dem Server. Das geht ja nicht anders, ne? Aber diese Burg ist geil, Alter. Die sieht doch geil aus, ne? Immer wieder ein Hingucker. Bis auf diese... Wieso haben die die Mauer da, die Außenwand so komisch gebaut, ne? Oh, voll die Bootsarmee hier. Voll die Bootsarmee. Aber ich glaube, die sind alle noch verbuggt, ne? Die Entwickler haben uns ja viele Möglichkeiten genommen. Die ganz großen Boote und sowas alles. Die Flugzeuge, ihr wisst selber, es fehlen ja noch viele Dinger. Man gewöhnt sich dran, ne? Und dann nimmt sie das wieder raus. Das ist ungewöhnlich, aber... Ja, ist halt so, ne? Aber wir hoffen, dass die bald mal patchen. Wir brauchen wieder neuen Inhalt hier. Der gute alte Mule. Ich glaube, der hatte sich auch irgendwie bei mir beschwert, wenn ich mich nicht irre. Was war da los? Mule? Das war auch, glaube ich, wegen PvP-Angriff oder sowas, ne? Also, boah, was ist hier denn los? Also, ich habe das jetzt, Mule, ich habe das jetzt ein paar Mal angesprochen, ne? Und Huntress und die ganzen Leute, die da angegriffen worden sind. Ich habe das jetzt angesprochen ein paar Mal in den Videos. Ich bin sicher, die Leute werden euch jetzt in der PvE-Zone nicht mehr angreifen und die ganze Zeit abnerven, weil ich habe keine Lust, dass die Spieler hier vertrieben werden. Sonst, wie gesagt, gibt es jetzt als nächstes den Gong, wenn ihr das macht. Also lasst die Scheiße, geht in die roten Zone und macht da die Grütze, aber nicht in der PvE-Zone. Wir wollen das hier nicht, sonst wäre das keine PvE-Zone. Ja. Grundlegende Sachen vom Spiel, okay, kann passieren. Da sage ich zu den Leuten ja auch, ja, das ist halt so, kann passieren, ne? Weil das ein Inhalt vom Spiel ist. Aber diese Bug-Sachen, die will ich halt nicht haben. Ne? Lass das mal sein. Zum Beispiel hier PvE-Häuser in die Luft jagen, dass die dann also das komplett zerstören und was es da alles gibt, ne? Durchglitschen durch die Häuser und sowas da. Das ist alles so ein bisschen Bug-Using und sowas wollen wir hier nicht. So, da ist Tommy, da ist Moai, nee, Mosi. Wer hat die Banase? Banane? Ne, Banause, so heißt der. Banase. Jo. Wer hat die Banause? So heißt der, dachte ich. Da liegt schon die erste Unterhose, Leute. Ist das ein Wunder hier? Ist doch kein Wunder, so wie die spielen, ne? Liegt die erste Unterhose da unten schon. Hin, bam. Boah, der fährt hochkant den Zaun, Alter. Wer hat die liebt seine Mofa? Nen. Jetzt Vollgas hier. Yeah. Tsch. Er kann abhauen, wa? Komm hinterher, ey. Nen. Das Mule, er fühlt sich jetzt gestört. Hier seht ihr nochmal den Lichtbug. Seht ihr das? Wie hell das hier ist? Also das Mofa, das guckt hier, das scheint hier nicht durchs Fenster oder sowas. Das ist irgendwie Lichtbug, wisst ihr? Guck mal, das Mofa ist dort. Es scheint nicht durch die Fenster oder so.
Und ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, mit diesem Licht, also Licht ist geil, gar keine Frage, aber beim PvP ist das ein gefährliches Ding. Ja, weil jeder, wie er hier zum Beispiel, der sieht jetzt, oh, da kommt jemand mit der Taschenlampe und dem Gewehr und so. Ihr habt ja Taschenlampen. Und das sieht genauso aus, Digga. Ja, und dann weiß er genau, da kommt jetzt ein Spieler, weil er die Taschenlampe sieht. Er sieht das durch 10 Wände, siehst du die Taschenlampe leuchten. Total doof. Also, ich hab's hier nochmal wirklich gut gezeigt. Danke, Bertie Banaus. Da kommt schon ein Zombie. Hat er die Zombies wild gemacht, dann haut er ab. Und der Mule hat die jetzt am Hals hier. Also, sowas. Der Mule, ich kann da nichts für. Nur die Sieb's. Sehr engagiert, die Zombies heute. Finde ich gut. Ich muss gerade überlegen, ob wir beim Howard schon waren. Waren wir beim Howard jetzt schon? Keine Ahnung. Jedenfalls sind wir gerade hier gelandet. Scorpion. Bei Uhul waren wir nämlich schon. Wo sind wir denn hier? Wushi Einhorn, doch, hier waren wir schon bei dir, Howard, ne? Ja gut, dann beim Scorpion waren wir noch nicht, sagen wir mal so. Wir sind wegen Scorpion hergekommen. Wer fährt da schon lang? Bams, gegen die Wand gegen. Das sind hier für Häuser, Alter. Guckt euch das mal an. Sieht fast aus wie so ein Bürokomplex. Könnte aber auch nicht wie ein Schulgebäude schon fast quasi sein. Ist von Howard die Butze oder was? Fettes Ding. Macht mal Schilder ran an die Türen. Ich will mal sehen, wer da wohnt. Ihr sollt da Schilder voll machen mit eurem Namen, Mann. Könnt ihr doch nicht angeben, sonst kann ich immer nicht sagen hier, ja, das ist, guck mal, das ist die geile Burg hier. Ja, sieht auf jeden Fall geil aus. Weiß nicht, Howard wohnt ja da, aber von der Fahne her könnte es da ja noch, na, ich weiß nicht. Ich glaube, das müsste eine neue Fahne sein. Ist ja auch wurscht, jedenfalls heftiges Ding, ne? So, Uhul war da, so, wir gucken gleich mal weiter. Wir sind beim Gutsherren gelandet. Das ist doch auch wieder hier so ein Handelsposten. Bam, bam, erstmal gegen Draht laufen, ne? Kann passieren. Könnte mal froh sein, dass die aktiviert sind. Ich kann die anmachen. Sind wir schon wieder hier bei Uhul? War ich doch eben schon gut her. Also sowas. Das ist schon der 3. Mai hier wieder in der Region. Ja, hier sind wir doch angefangen, ne? Ja, ihr seht's. Also hier dieser Händler. Da zentrieren sich echt viele Spieler, ne? Mann, Mann, Mann. Der gute alte Rage. Und Jamoi. Jamoi. Was war das da für Drama bei euch? Ist Jamoi wieder zurück? Oder ist jetzt umgezogen? Die müssen es aufklären. Das war doch letztes Mal famos. Der hat doch 1000 Schilder gemacht, dass Jamoi zurückkommen soll. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, war das hier? Ich weiß nicht. Sind die, also, ich glaube, das war hier, ne? Aber dann sind die Schilder alle weg. Jetzt fehlt Famos natürlich noch. Ich glaube, das war die Ecke. Ja, aber ich bin mir jetzt unsicher. Oder die haben ein neues Haus hier gebaut. Weiß es nicht. Jedenfalls ist ja Moi jetzt hier. Oder auch wieder zu Hause, wie gesagt. Keine Ahnung. Ich kann mich nur dran entsinnen, da war ja ein Drama bei denen da gewesen. Ne? PvP-Event gestartet bei Lumbermill. Das sieht ja aus. M3. 500 Coins pro Kill. Das ist das, was ich gesagt habe. Da. Das ist das PvP-Event-System. Jetzt geht alle zu dieser Sägemühle. Lumbermill heißt Sägemühle oder Sägewerk. Und geht da bitte hin und kloppt euch da jetzt. Na, wenn diese Schrift kommt, dann läuft das Event eine Stunde lang. Das heißt, ihr habt eine Stunde lang Zeit, da hinzukommen. Kann ja auch weit weg sein, ne? Und dann da Radau zu machen. Und wenn ihr nur einen killt, dann kriegt ihr allein schon 500 Schwarzgeld. Wie geil ist das denn, Leute? Auf www.lp-schmiede.de seht ihr alles, was ihr mit Schwarzgeldern kaufen könnt. Also richtig geile Sachen. Und das ist exklusiv bei uns hier auf dem Server, liebe Leute. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, euch hier die vernünftigsten Symptome im Internet, wie es so geht. Oder was es so möglich und auch zulässt. Hier zu integrieren, ne, und zu implementieren. So, was sagt denn jetzt wer du? Und Lankololo. Lankololo. Kriegt man gleich schon Knoten in der Zunge, ey. Coole Burg, ne? Leute, ihr seht, das ist auch das, was ich gesagt habe. In der Folge, die ja gelöscht wurde, habe ich das, glaube ich, gesagt, ne? Also das ist Kreative. Guck mal, zum Beispiel unten ist Stein, dann kommt Metall und dann kommt wieder Steinmetall. Also die konnten sich wohl nicht entscheiden, ob sie Stein oder Metall machen, aber ich glaube, die machen Stein, ne? Und dann fehlt halt noch Ressource. Aber das ist sehr schön anzuschauen. Diese unterschiedlichen Farbzusammenspielungen und sowas. Also ich wollte eure Kreativität noch mal ein bisschen aus euch rauskitzeln. Und in der Aufnahme, die jetzt kaputt war, da hatte ich auch die Häuser gezeigt und da waren Spieler
So richtig geile Sachen haben die da gebaut und sowas, ne? Also nicht unbedingt auf Kriegsburg machen oder sowas. Also der Hintergrund Sicherheit muss nicht unbedingt sein in der PvE-Zone. Also vom Haus jetzt her an sich. Von den Zusammensetzungen halt, versteht ihr? Sondern macht mal hier im PvE-Bereich Kreativität. Dann habt ihr nämlich unendlich Möglichkeiten, immer was zu bauen. Weil sonst setzt ihr dann ein viereckiges Ding hin und dann war es das. Dann hört ihr auf und dann langweilt ihr euch. Aber wenn ihr kreativ baut, dann kommen da so geile Häuser zustande hier und ich finde das cool. Und hier oben kann man zum Beispiel an dem Dach erkennen, wie das so aussieht. Wenn du ein Metalldach hast jetzt, ne? Oder halt, wenn du jetzt hier ganz normale, hier links diese ja, Dachziegel oder was es da ist, ne? Dachpfannen oder wie man nennt man die Dinger da. Ja, benutzt. Und unten zum Beispiel kannst du eine Holzetage machen. Er hat jetzt zwei Steinetagen und darüber eine Metalletage quasi. Also das ist auch wegen der, nicht nur, wie gesagt, wegen der Sicherheit, wegen der Dicke der Wände, sondern auch wegen der Optik und sowas, ne? Wegen der Kreativität. Du kannst ja auch so machen, Stein, Metall, Stein und so weiter so, ne? Von oben nach unten so. Oder Punktemuster, also nur die Fenster sind aus Stein und der Rest ist dann aus Holz oder sowas. Und das ist so ein bisschen Kreativität halt, das Auge ist mit, denkt da mal dran. Und ich würde mich auf jeden Fall dann freuen, wenn ihr da ja ein paar geile Bauten macht, so dass wir ein bisschen was hier zum Darbieten haben, so dass andere Zuschauer jetzt hier Zuseher oder Mitspieler von Neid erblassen quasi, ne? Weil ihr so eine geile Idee dann habt. Oder hattet halt, ne? Und wenn ich dann Glück hab, dann erwische ich gerade euch und eure Burg und dann zeige ich das auch ganz gerne, wie ihr so was aufbaut und wie ihr so kreativ einfach mal was Hübsches macht. Man könnte auch eine Sonnenblume machen, also diese Burg, wo ich erst war, wo das Video leider kaputt ist, das sah fast aus wie eine Sonnenblume, weißt du, so Zacken, so groß, so rund irgendwie und dann so Zacken an der Seite, also fast so wie eine Art Sonnenblume oder so, also mit dem neuen Bausystem, das ist schon geil. Man muss halt bloß selber da irgendwie ja, drauf kommen halt, ne? Und die Kreativität versuche ich hier zumindest bei euch ein bisschen zu fördern. Gut, Freunde, dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, schon morgen wieder oder abends im Livestream. Und dann bis dann.